Grüß euch, hallo. Und mir kommt es einfach schon wieder vor, als hätte ich 5 Wochen nicht gestreamt, einfach. Aber es ist gerade mal eine Woche her oder so, ne? Ich bin immer absolut total raus, sobald das mal nicht irgendwie bei mir, von mir irgendwie reguläre Streams kommen. Das ist richtig schlimm. Richtig schlimm. Aber schön, dass ihr da seid. Und man hört mich, glaube ich, sogar. Ja, cool. Hi Lunatic, hallo René. Danke für die Feier des Jubiläums anscheinend, habe ich da was. Aber da steht nicht dabei, wie viele Jahre, ne? Das müssten jetzt schon locker 6-7 Jahre sein. Aber okay. Gehen wir zurück zu Legacy. Wir haben jetzt aufgehört hier bei Super WrestleMania. Ich habe letztes Mal schon vorgeahnt, aber das scheint wohl ein super, super kurzes Spiel zu sein. Weil das Spiel einfach schlichtweg keine Modis hat irgendwie. Ja. Hallo, Too Angry Cat Owner. Das wird ein kurzes Video, ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt gerade schon wieder gar nicht... Ich habe, glaube ich, einen falschen Modi ausgewählt. Es gibt halt 3 Modi in dem Spiel. Du kannst einmal alleine spielen, du kannst einmal mit 2 Leuten spielen und du kannst einmal mit 4 Leuten spielen. Und alles ist halt nur ein Match. Deswegen, ich denke, als Ziel setze ich mir jetzt einfach, ich spiele die Modi durch, wo man mit 4 Leuten spielt, weil das ist noch das längste. Aber ja, sollte jetzt nicht so das lange Ding werden. Deswegen machen wir Survivor Series. Ich habe noch keine Ahnung von der Steuerung. Das ist das Einzige, warum es ein bisschen länger dauern könnte. Na, ich sehe, das Input-Display leckt bei diesem Ding. Das machen wir da mal aus. Aber ja, müsste theoretisch super kurz sein, sobald ich weiß, was ich hier mache. Ja, ich weiß es halt noch nicht. Ich kenne auch keine Wrestler, deswegen weiß ich nicht, ob irgendwer hier... Wahrscheinlich ist es eh egal, wen man hier nimmt. Dann nehmen wir halt die Grinsekatze. Hogan. Der Undertaker kenne ich auch noch. Ich behaupte, von diesem Macho Man habe ich mal hier die ein oder andere Meme gesehen, aber mehr weiß ich auch nicht über den. Und die anderen kenne ich alle nicht. Deswegen nehmen wir mal den Earthquake einfach. Und jetzt müssen wir erstmal die Steuerung rausfinden. Ich habe noch gar nicht reingeguckt. Aber ja, das ist quasi 4 gegen 4. Und ja, soweit ich das verstehe, ist, sobald ich das gewinne, ist einfach Spiel durch. Erstmal gucken, wie die Steuerung hier irgendwie geht. Das weiß ich halt noch absolut nicht. Deswegen macht er mich auch absolut fertig. Aber ich habe mich abgeklatscht, okay. Ich habe den aus dem Ring geworfen. Das habe ich irgendwie gemacht. Ich weiß nicht genau, was ich hier mache. Ich habe den aber schon wieder aus dem Ring geworfen. Okay. Was auch immer. Ich kick den jetzt einfach mal. So, wie pinne ich? Er klatscht sich ab, okay. Ich glaube, wenn ich irgendwie gegrabt werde oder grabbe, dann muss ich einfach mashen. Und dann gewinne ich. Das macht relativ wenig Schaden. Okay, cooler Dropkick. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ja, das war ganz gut, glaube ich. Also es hat nicht getroffen, das hat an mir Schaden gemacht anscheinend. Okay, was auch immer. Ich will mal wissen, wie ich pinne.
Das wäre wahrscheinlich noch das Wichtigste, so ein bisschen. Aber bisher sieht es erstmal ganz okay aus für mich. Ich scheine da die Oberhand zu haben, irgendwie, auch wenn ich nicht weiß, was ich mache. Ich drücke einfach ein paar Knöpfe. Ich muss halt nochmal gucken, wie ich pinne. Das wird irgendwie nochmal ganz wichtig. Da klatscht sich direkt nochmal ab. Autsch. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich mache. Jetzt werde ich hier gepinnt, okay. Okay. Sieht schon richtig gut aus, ja. Ich will mal wissen, wie ich pinne. Das macht ja alles super wenig Schaden. Soll ich einfach mal in die Steuerung gucken kurz? Weil vielleicht hilft mir das einfach mal. WWF, nee, WFF, genau. WWF, das ist das Richtige. WFF, WrestleMania. Panda gegen Panda. Was haben wir denn? Okay, X ist lock up with opponent. Okay, ich werde mal probieren mit X lock up zu machen und dann mit B Body Slam. Das klingt eigentlich cool. Das war nicht B. Das Body Slam. Oh, da mache ich X, kann ich pinnen, okay. Das macht ein bisschen Schaden, oder? Oh, jetzt hat er mich. Okay. Das sieht nach einer ganz guten Strategie aus. Mit X-Pin? Nee. X. Okay, wenn der 0 echt spielt, dann ist es einfach anscheinend einfach Win. Okay. Okay, ich habe das Gefühl, das wird das kürzeste Spiel der Welt, was ich je gespielt habe. Ich glaube, das gewinne ich halt einfach. Das scheint ein ganz guter Move zu sein, so. Irgendwie. Kann er da nicht viel machen gegen. Und dann habe ich auch den, ne? Es wird einfach das erste Sub 10 Spiel. Wie geil ist das denn? Tschüss, gehen wir nach Hause. Ja, also ist halt nicht viel zu dem Spiel, ne? Das ist halt ein absolut minimalistisches Spiel, also wirklich schlecht. Okay. Da hat er mich mal gekriegt. Jetzt spiele ich dann den anderen.
Gut, und den haben wir auch. Sehr gut. One, two, three. Und da fehlt nur noch einer. Let's go. Der Undertaker reißt es hier einfach. Wollen wir zur Vollständigkeit halber einfach alle Modi einmal durchspielen? Dann haben wir wirklich alles gemacht. Das sollte ja super schnell gehen. Da sollten wir trotzdem unter einer Viertelstunde durch sein. Ja, genau. Ah, ich habe falsch Knopf gedrückt, aber es reicht. Das ist halt echt einfach, der Modus ist da, aber wo ist der Singleplayer? Wo ist irgendwelche Optionen, die du wählen kannst? Das ist halt wirklich, wow. Ja, Rematch, start over. Das war es halt, ne? Das war einfach das Spiel. Wir machen jetzt die anderen Modi auch nochmal durch. Einfach damit wir es gemacht haben. Und dann haben wir es unter einer Viertelstunde trotzdem durchgespielt. Und dann kann keiner sagen, ich habe das Spiel nicht durchgespielt. Ich hatte auch geguckt, ob es noch irgendwie was gibt zu dem Spiel, aber selbst die Speedruns zu dem Spiel sind immer jeden Modus einmal durchspielen. Also ein Kampf da, ein Kampf da, ein Kampf da. Mehr ist es halt nicht. Mehr gibt es beim Speedrun auch nicht. Ah, das war falsche Attacke, aber okay. Okay, ich wollte das auch gar nicht machen. Ich wollte den eigentlich gar nicht pinnen. Ist aber okay. So, und das sollte dann schon wieder reichen für den Sieg. Wie, das war's schon? Oh, ich habe Rematch gedrückt. Ich musste anscheinend nur einen besiegen. Okay, gut, dann war das der Modus. Die können sich wahrscheinlich abwechseln, aber im Endeffekt war es auch nur 1 gegen 1, okay? Gut, dann machen wir noch den 1 gegen 1 Modus und dann haben wir's. Kann ja mal einen anderen Charakter nehmen, aber ich glaube nicht, dass es einen Unterschied macht. Nehmen wir meinetwegen mal irgendeinen Macho-Man einfach. Oh, der hat mich auch mal gekriegt. Das ist halt. Ich meine, ich spiele auf einfach, aber ich habe auch keinen Bock, einfach das höher zu stellen. Kein Reiz daran. Passt schon. Deswegen haben wir das Spiel jetzt durchgespielt. Sehr gut. Einfach krass, wie wenig Inhalt dieses Spiel hat. Unglaublich. 11 Minuten 28, 100%. Naja, gut. Ich habe nicht alle Schwierigkeiten gemacht, aber alle Modi. Absolut erstaunlich, wie wenig Content dieses Spiel hat. Wow. Okay, das war das Spiel.